Und hier sind wir auch schon wieder. Wir müssen hier gegen Replikas kämpfen. Wir nehmen mal die hier mit. Haben wir irgendeine Munition vergessen? Ja. Und noch mehr Munition. Sturmgewehr, Sturmgewehr, Sturmgewehr. Ja, das war aber, glaube ich, eben eine Schockgranate, die wir da aufgesammelt haben. Viele Ampullen. Oh je. Na gut, schauen wir mal, wo geht's lang? Kam ich jetzt hier hinten her? Oh. Ganz hinten kam noch einer raus. Okay, die Automatik-Pumpgun. Ist ganz gut, weil die ist automatische Schrotwehr. Ja, Schockgranaten lassen die ja fallen. Ich werde heute nur 15 Minuten Parts aufnehmen. Ich hoffe, das ist nicht allzu kurz. Aber ist ja auch immer eine Stunde, die ihr gucken könnt dann. Da ich ja heute 4 Parts aufnehmen werde, beziehungsweise jetzt, das ist der dritte Part. Noch 2. Da ist noch einer. Hui. Hat die Sau noch eine Granate geworfen. Okay, Wespen liegen hier rum. Wespen. Westen. Noch eine Granate gefunden und wir gehen da mal weiter. Und zwar hier rein. Was ja schon wieder vielversprechend aussieht, aber das war so ein Krabbelvieh. Nehme ich mal an, wie ich da so an den Füßen und Beinen erkenne. Irgendwas ausmachen? Ne. Da liegt ein Medikit, aber da werden wir wahrscheinlich noch hinkommen. Dann werden wir das hier ein bisschen nehmen. Und ich werde mal wechseln zu Schockgranaten, da die fallen lassen. Geht doch weg! Geht alle weg! Und, oh. Brauchst jetzt gar keine Granate werfen. Hier immer rechnen, dass hier einer aus so einem Schrank da kommt. Finde ich hier schon mal gar nicht so prickelnd. Objekte heben. Achso, hier die Tür frei. Gut, dann. Komm, komm, komm! Oh. War ganz einfach. Okay, jetzt sind wir hier drin. Na gut, Medikit brauche ich nicht. Wir machen mal die Tür zu. Na super. Speicherung und hier liegt wieder so ein blutiger Typ.
Und da hinten ist Schießerei. Hier ist ein mysteriöser Gang. Und was ist das? Ah, eine Taschenlampe, okay. So, wer schießt da hinten auf wen? Okay, das sind hier diese normalen Soldaten. Ich hab gerade eine Granate hingefahren. Ach, die Soldaten hier. Kämpfen gegen die Replika-Soldaten oder was? Gehen wir mal ganz geschmeidig hier hoch. Ein Hinweis, den gucken wir uns gleich an. Okay, den haben wir. Da war noch einer. War's das jetzt? Wir lesen schnell den Hinweis durch. Eingehende Übertragung. Ende der Übertragung. Okay, da scheint keiner mehr zu sein, dann hol ich mir die Munition von denen. Schockgranaten liegen ja echt viele rum. Tausch Pistole, ne, Pistole will ich nicht. Vor allem sieht man die gar nicht. Wieder Schockgranate. Aber warum kämpfen die Klontypen gegen die, oder diese Replikas, gegen die normalen Soldaten? Gehören die nicht zusammen? Ich hätte gedacht, die gehören zusammen. Electric Shock Risk. Ne, dann gehen wir da auch nicht hin. Wenn da das Risiko besteht. Ein Schock zu erwischen. Wow! Krabless. Ja, gutes Gemetzel gewesen hier oben. Aber schön, dass sie sich zum Großteil selbst bekämpfen. Hab ich weniger Arbeit. Moment. Die Waffe scheint mir stärker zu sein wie die Maschinenpistole von mir. Und eine einschüchternde Musik läuft wieder.
Wertung mal weg jetzt so. Okay. Da ist eine Weste. Geil in den Zeitlupen, dass man da so die Druckwellen sieht von Granaten oder von halt Explosionen an sich. Finde ich sehr, sehr schick. So, liegt hier noch was rum? Ah, da ist eine Leiter. Gute Munition, da habe ich ja schon. Tor da oben ist gerade zugegangen. Finde ich jetzt nicht so nett. Aber gut. Und. Oh, eine Weste. Da war ich schon. Hier ist ein ganz schönes Munitionslager. Ich denke mal nicht, dass das was Gutes zu verheißen mag. Und ich habe zwar meine Uhr gestellt, aber ich habe sie nicht gestartet. Aber wir gucken erstmal, was hier oben los ist. Oh, viel Munition. Schießen sich doch schon wieder. Nehmen Sie auf Versorgungsaufzug zur Oberfläche. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie lang der Part jetzt hier war, aber wir werden das im nächsten Part machen. Bis dahin.